Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir befinden uns hier in meiner Küche, wie man unschwer erkennen kann, und das bedeutet, es gibt heute wieder ein Rezept für euch. Versprochen hatte ich ja, dass ich mit euch die Kohlrouladen zusammen mache. Heute mache ich sie und deshalb dürft ihr gerne mit zugucken. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und viel Freude natürlich auch beim Nachkochen, ist ja klar. Also, dann fangen wir mal an. So, die Zutaten ist natürlich ein Weißkohl. Wer lieber mag, kann natürlich Würsingkohl auch nehmen. 2 Eier für das Gehackte. 1 Esslöffel Tomatenmark. Senf für das Gehackte, damit es ein bisschen Geschmack kriegt. Später zum Andicken nehme ich eine Mondamin-Mehlschwitze, weil ich gerade keine Speisestärke zur Hand habe. Für das gehackte Knoblauch, habe leider auch keinen frischen Knoblauch, also muss dieses granulierte Knoblauch herhalten. Salz, Pfeffer, 1 Kilo gehacktes Paniermehl anstelle des altbackenen Brötchens. Und nachher für die Soße, Schmorgemüse, hier habe ich Möhrchen und 4 Zwiebeln. Die schmor ich an. Normalerweise würde auch noch Sellerie dabei sein, aber habe ich halt nicht gekauft. Geht auch ohne. Ja, ich glaube, das war jetzt alles, was wir an Zutaten brauchen. Und dann kann das losgehen. Hier in meinem Topf kocht schon Wasser, weil wir ja den Kohl blanchieren müssen. Oder blanchieren. So, zuerst muss jetzt von dem Kohl der Strunk ausgeschnitten werden. Und das möglichst unfallfrei. Das ist nicht ganz einfach. Soll ich erste Hilfe leisten? Ja, aber oh Gott, die kriegt ihr nicht mehr raus. Hilfe. Also der Uwe befreit jetzt den Kohl vom Strunk, weil die Susi das wieder nicht schafft. Das machen wir mal jetzt kurz. Für uns alleine, aber ihr seht es ja jetzt ungefähr. Ihr seht doch ungefähr, wie es gehen soll. Ist ein bisschen Frickelei. Ungefähr aussehen. Auf jeden Fall ist jetzt der Strunk weg. Ja. So, und wenn das passiert ist, dann wird der Kohl in kochendes Wasser getan und ein paar Minuten blanchiert oder gekocht, bis sich so die ersten Blätter halt ablösen. Und die kommen dann in kaltes Wasser rein. Ja, die gehen ja von alleine. Die nehmen wir als erstes weg. So, ich mache jetzt hier ein bisschen Salz rein. So, sieht aber schon ganz gut aus. Und der Uwe. Da ist noch so das Loch, das vom Loch. Und jetzt ist drin, ja? Ja, aber Vorsicht, ja. Achtung! Jetzt kommt ein Kohl. Und tschüss. So, der schwimmt jetzt da drin. Ihr seht ihn. Bis sich die ersten Blätter lösen. So, in der Zwischenzeit werde ich das Gehackte machen. So, in der Zwischenzeit. Ich muss hier mal. Hallo. In der Zwischenzeit mache ich das Gehackte fertig. Da kommen rein die 2 Eier. Eine Zwiebel.
Pfeffer. Kann ruhig ordentlich gewürzt werden, damit wir noch Geschmack nachher haben. Salz. Paniermehl für das altbackene Brötchen. Wieder ungefähr so viel wie ein Brötchen. Ich mach das jetzt alle, mache ich alle drei. Kann ich, brauchst du mich noch? Nee, kannst vor mir eins gucken. Gut. Ich muss die verfolgen. Ja, danke für deine Hilfe. Bitte. Wenn du mich brauchst, rufst du. Ja. Für den Geschmack 2 Esslöffel Senf. Esslöffel, Teelöffel. Das ist ein Teelöffel. So. Das haben wir. Und jetzt alles verkneten. So, jetzt forme ich aus der Masse gleich große Klößchen einfach. So, ich habe jetzt, sieht man das überhaupt, 10 so Bällchen da rausgekriegt jetzt aus einem Kilo Hack. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier schon ein Blatt lösen kann. Aber es sieht nicht so aus. Müssen wir noch etwas warten. Nee, geht noch nicht. So, jetzt fangen die Blätter an sich abzulösen. Hier habe ich kaltes Wasser in der Schüssel. Und fische mir die hier raus. Und schmeiße die kurz in kaltes Wasser. Damit die sich erschrecken. Und lege sie beiseite. Ich mache mir jetzt 2 Haufen. Einmal mit den guten Blättern. Und einmal mit Blättern, die nicht so sauber abgegangen sind. Aber im Moment sind es halt noch die guten. Und jetzt müsst ihr halt hier am Topf stehen bleiben und gucken. Mal schon das nächste Blatt ab. Die Blätter halt einsammeln. Okay. So, jetzt nehme ich mir ein Blatt von den guten, die nicht so kaputt sind, und tu mir da so ein Ding ins rein und verpacke es einfach. Ich hoffe, ich zeige es richtig. So verpacke ich das. Und dann nehme ich jetzt so 3-4 Blätter. So, das war eine schöne Kohlrolle. Das tue ich jetzt wieder nach unten. Das offene nach unten. Und dann wird es wieder eingepackt. Ja, danke. Auch hier wieder das offene nach unten. So. Noch eins? Nur das reicht wohl. Dann den Trick, ja? Ja. So, ich habe einen Trick gesehen. Ich hoffe, dass der auch funktioniert. Ausprobiert habe ich den nämlich auch noch nicht. Ich mache jetzt mit euch. Ihr habt euren Wickel hier. Nehmt ein sauberes Küchenhandtuch in der Hand und tut die offene Seite nach unten in die Hand rein. Macht das Handtuch zu. Moment. Und macht da so ein Päckchen draus. Und dann drehen. Hat er gesagt. Ich mach's mal hier. Wegen Wasser. Da kommt doch das ganze Wasser raus. Ja, was noch so drin ist, ne? Ja. Dann soll man angeblich
Ja, das ist ein kleiner Kraftakt. Dann soll man angeblich keine Schnur mehr brauchen. So, dann machen wir das mal auf und das soll jetzt von alleine halten. Ich hoffe, ich kann das gut genug zeigen hier. Und Tatsache. Yes! Es hält. Ja. Zugabe. Schatz, machen wir mal den Topf auf. Komm mal hier mal da rein. Und so mache ich jetzt die anderen restlichen Kohlrouladen auch. Ich zeige euch das gleich nochmal, aber so geht es halt weiter. Wo hast du ein Blatt? Ja. Nochmal ein gutes Blatt nehmen. Kommt eine neue. Obwohl, das ist schon ein bisschen kaputt hier. Ne? Nee, Bär. Ich weiß damit was. Ach, Uwe. Also ein gutes. Hier so ein Knödel rein. Zack. Zusammenfalten. Das nächste. Ihr seht es, glaube ich, gerade gar nicht. So. Noch ein Blatt. Jetzt werden sie halt langsam kleiner, ne? Ja. Hättest du auch kleinere Fleischklöße machen können. Na, hier haben wir wieder so ein dickes Ding. Nehme ich mir mein Küchenhandtuch wieder, tue das da rein und packe mein Päckchen und drehe. Der Grund, warum das jetzt hält, ohne zu binden, ist, weil sich das Gehackte ja zwischen diesen Blättern verteilt und somit als Kleber fungiert sozusagen. So, ich packe das aus. Und tada! Es hält! Cool! So. Und jetzt mache ich so den Rest alleine ohne euch weiter. Bei uns sind zwei Hackbällchen übrig geblieben. Dafür reichen jetzt die Kohlblätter nicht mehr. Da machen wir uns einfach Bulettchen draus. Und jetzt schneidet der Uwe gerade den restlichen Kohl klein. Und den nehme ich jetzt zum Anschmoren mit. Ich wollte nämlich sagen, ich kann nicht mal dazu was sagen, weil ich den Mund ab und zu mal voll habe. Das hast du ja jetzt gesagt. Ist er aus? Nicht so an. Oh, danke. So, ich nehme jetzt Pflanzenmargarine und tue das in meinen Bräter rein. Und da werde ich dann unsere Kohlrouladen drin anschmoren. Brate ich meine Kohlrouladen einmal scharf hier an, damit wir schöne Röstaromen bekommen. So, einmal rundherum anbraten. Die Jule hat dann mal Rotwein. Ich habe Kaffee. Machst du den damit rein, als Gewürz, ja? Nein, bei mir kommt er rein. Aha. In mein Körperchen. Aber gut, nicht. So, und Rouladen, die sollen Farbe kriegen, aber nicht verbrennen. Also deshalb immer wenden. So, ich nehme jetzt meinen Deckel hier, das bitte Stück, und
Und da werde ich jetzt das Mohrgemüse drin anbraten. Zum Ablöschen werde ich nachher den Kohlsud nehmen. Da ist gleich Geschmack drin und das wollen wir ja haben. Zwiebeln, Möhrchen und der Kohl kommt da jetzt auch noch mit rein. Den Ofen wartet ja in der Zwischenzeit auf 160 Grad, zwischen 160 und 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen, dass die Kurbeln da nachher rein können. So, ich habe mal gewechselt, der Topf ist größer und somit besser für mich zum Rühren. Da muss ich sagen, dass diese Methode, die ich da gefunden habe, ohne Wickeln, auch nicht so das Gelbe vom Ei ist. Die sind auseinandergegangen beim Anbraten. Und das ist ja kontraproduktiv, das wollen wir ja nicht. Also ich empfehle doch lieber weiter wickeln. So, das ist jetzt hier für die Soße. Da kann ich jetzt so meinen Esslöffel Tomatenmark mit reinmachen. Ihr wisst, ich mache noch Pi mal Daumen. Nach gut dünken. Ist ein großer Esslöffel. Meinen Tomatenmark rein. Du machst das prima Daumen, Oma? Mhm. Ja, das kann ich dir auch sagen, warum? Warum? Weil du einen großen Daumen hast. Ja. Und mit dem Daumen muss ich wieder nehmen. Oh. Vielleicht ein bisschen mit Kohlwasser ab, damit sich der Tomatenmark gut verteilen kann und wir so unsere Röstaromen kriegen für die braune Soße. So, das kann jetzt noch schmoren und dann wiederholen wir das noch zweimal. So, das Wasser ist hier einreduziert, löschen wir wieder ab. Und das lassen wir jetzt wieder einreduzieren. So, ablöschen jetzt mit dem Kohlwasser. Wir lassen das noch einmal aufkochen, damit wir hier schön die Röstaromen bekommen. Ich nehme mal noch einen halben Liter, dass wir schön Soße haben. Jetzt kommen unsere Kohlrouladen da rein. Ihr seht es vielleicht, ich habe sie nachgewickelt. Das war mir sicherer. Die Methode ist dann doch nicht zu empfehlen, die ich da gesehen habe. So.
Damit ich sie alle reinkriege, stelle ich sie hochkant. Wenn sich eine hinlegen will, dann darf sie sich auch hinlegen. Keine Schwäche zeigen, ja. So. So. Jetzt sind sie wohlbehütet alle in der Pfanne. Deckel drauf. Aber zu, aber dort. Und jetzt ungefähr für 45 Minuten auf mittlere Schiene aber in den Ofen. Oder ein bisschen tiefer. Ja, ich glaube, das müssen wir ein bisschen tiefer machen. Der braucht die Lappen, die Top-Lappen. Da fasse ich die nicht so an. So, Schuss, top. So. Und da bleiben sie jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde drin. Und dann gucken wir mal, wie sie aussehen. So. Halbes Stündchen ist rum. Jetzt gucken wir mal nach. Der Topf ist noch blau. Tu hier mal hin. Oh, Leute, wenn ihr das riechen könntet. Das sieht doch richtig toll aus. Gut, ich muss das nach oben schieben. Ist schwer? Ja, ist schwer. Man kann das ja auch so machen. So, und jetzt? Jetzt nehme ich die Rouladen raus. Wohin? Und darin? Ja, damit ich die Soße machen kann. Warte, ich hole den Untersatz. Ich brauche keinen Untersatz. Für was? Der Deckel ist ja heiß. Ach so, du willst jetzt bleiben. Ja, okay. Warm Probe laufen. So, hast du. Was? Ich brauch Werkzeug. Da. Das? Ja, das Werkzeug, genau. Schwer, Schatz. Nein. Niemals. So, ich hol jetzt die Rouladen raus. Und mach die Soße fertig. Ja, ich nehme jetzt die Mehlschwitze von Mondami und dicke einfach die Soße ein bisschen an. Ja, wir lassen jetzt also das Gemüse drin. Wer eine glatte Soße möchte, nimmt es halt raus, aber ich mag das auch so, da ist ja schön Geschmack drin. Klappt heute alle super. Ja, das müssen wir noch üben. So. Das sollte vielleicht reichen. So, unsere Zuschauer können jetzt auch besser sehen. Ja, nicht alle sind gerührt. Sie rührt neben der Schüssel. Neben Top. So, nicht reinrutschen. Die Soße schmecke ich jetzt nochmal mit Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß ab. Prima Daumen. Ja, muss man halt. Ja, du bist eben ein Daumen-Fan. Ja. Das ist doch der, der um die Ecke guckt, nicht? So, meine Soße ist jetzt gut abgebunden
Und jetzt dürfen da die Rouladen sich noch ein bisschen drin entspannen, bis die Kartoffeln fertig sind. Und dann kann gegessen werden. Heute? Heute. Gut. Alles zu viel, Schatz. Kriegst du rein? Nein, kommt nicht alle rein. Den Rest tun wir nachher rein. Ja. So sieht's jetzt aus. Wenn ihr das riechen könntet. Oh. Ich freue mich schon richtig, das essen zu können. Ich schneide jetzt gleich nochmal auf und zeige dir nochmal, wie sie von innen aussieht. Da ist sie. Richtig schön saftig und lecker. Ich bin jetzt mal essen. Guten Appetit, mein Schatz. Guten Appetit, ich habe dich angezoomt. Oh, Entschuldigung. Ja, mach da nichts. Ja. Na denn, guten Appetit. Mahlzeit.